Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Heute wurde es mal italienisch und zwar der Marco möchte uns in Voltini kreieren. Auf übersetzt soll das Rouladen einfach bedeuten. Und die werden wir natürlich mit einer schönen Sardellen-Hackfleischmischung füllen. Und ich glaube, der Marco sagt euch jetzt noch die Zutaten und dann geht's schon los. Genau. Und das Ganze, ihr werdet bestimmt überrascht sein, kommt von der Feuerplatte. Oh, haben die nur noch die Feuerplatte oder was? Das macht aber auch Spaß. Ja, macht wirklich Spaß. Viel Spaß beim Zuschauen. Für die Involtini mit Sardellenhack brauchen wir einige Zutaten. Und zwar sind das hier Kalbsschnitzel. Wir brauchen Rinderhack, Schalotten, Petersilie, den Abrieb und den Saft einer Biozitrone, unsere Gewürze vom Achterhof, Salz und Pfeffer in dem Fall, etwas Öl, Sardellen, etwas Semmelbrösel, schon als Mehl, zum Mehl verarbeitet, und Milch. Die genauen Mengenangaben und Zubereitung findet ihr wie gewohnt auf unserer Website. Und als kleines Zubehör brauchen wir noch Spieße und eine Raspel. Für unsere Involtini-Füllung brauchen wir natürlich unsere Füllung und die werden wir hier in unserem Mixer zubereiten. Dafür haben wir die Schalotten geviertelt. Die kommen schon mal in den Mixer. Wie ihr seht, kommt auch schon Grünzeug mit. Das ist unsere klein gehackte Petersilie. Das Kleinhacken haben wir euch mit Absicht erspart. Und hier unsere Sardellen. Oh, ich muss gleich Pause machen, wie ihr gehört habt. Das kommt alles mit hinein, kleingehackten Sardellen. Genauen Mengenangaben und Zubereitung findet ihr natürlich wie gewohnt auf unserer Webseite. Des Weiteren kommt hinzu jetzt der Abrieb, etwas Abrieb von unserer Bio-Zitrone. Hier natürlich drauf achten, aber das wisst ihr ja bestimmt, nur das Gelbe verwenden, denn das Weiße ist bitter. So, wenn das geschehen ist, nehmen wir noch von unserer Zitrone, können wir schön hin und her rollen mit etwas Druck, dann lösen sich die Säfte noch mal ein bisschen besser und geben wir den Saft von der Zitrone noch mit hier rein. Eins. Und die zweite Hälfte, hier ist natürlich der Vorteil, wir haben die bei dem Kaufladen mit dem großen E und endet mit A gekauft. Die haben die kernlosen Bio-Zitronen. Finde ich als Vorteil. Wir brauchen hier nicht auf die Kerne achten. Das Ganze mixe ich jetzt erstmal durch. Das ist relativ laut. Und wenn das durchgemixt ist, kommen wir dann zu der nächsten Zutat, die sich hier dazu gesellen wird. Wenn das erste schon gut durchgemixt ist, kommt jetzt Stück für Stück unser Rinderhack hinzu. In kleinen Stücken. Und das wird jetzt natürlich mit dem Mixer wieder durchgemengt. Ein bisschen. Und dann kommt nach und nach haben wir hier unser Weißbrot bzw. unsere Semmelbrösel eingeweicht in die Milch. Und das wird nach und nach bis zur gewünschten Konsistenz einfach dem Mixer hinzugegeben. Für euch wird das alles zu langweilig, denke ich mal. Ich mache das jetzt alles fertig. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr die uns gerne stellen. Und ich hole euch dann hinzu, wenn die Füllung fertig ist. Hier ist jetzt unsere Sardellen-Hack-Mischung fertig. Die genauen Schritte findet ihr bei uns im Rezept. Ich habe das, was ich vorhin schon erwähnt habe, alles mit drin und wir haben das nur noch abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Das kann natürlich aber jeder selber machen. Richtig schön durchpüriert. Und das, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wir haben hier unsere Kalbsschnitzel. Die werden wir etwas mit etwas Pfeffer bestreuen. Auch hier ist natürlich eurer Fantasie des Würzens keine Grenzen gesetzt. Etwas salzen von innen. Dann geben wir etwas von unserer Masse drauf, von der Sardellenhackmasse. Kann ruhig ordentlich drauf. Wenn nichts drin ist, schimpft André bloß wieder. Ich muss sagen, hier sind glaube ich 4 Sardellenfilets nur drin, aber die bringen ordentlich
Geschmack mit dran, finde ich. Wenn das geschehen ist, werden diese nur noch gewickelt. Nicht zu straff, kann ruhig schön locker sein. So, und dann kommen noch... Ich mache die erstmal fertig, die anderen, und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt. Ehe ich jetzt zu viel erzähle und die Hälfte vergesse. Wir sind jetzt am nächsten Schritt angekommen. Wie gesagt, die Einzelheiten möchte ich euch ersparen. Wir haben jetzt unsere vier Rouladen fertig. Haben sie alle schön hintereinander gelegt und habe hier drei Spieße hineingegeben. Durch die ganzen Rouladen durchgesteckt. Dabei ist darauf zu achten, dass das Ende von der Roulade immer schön an der nächsten liegt. Somit haben wir immer einen ordentlichen Verschluss. Jetzt werden wir nichts anderes tun, außer zwischen den Spießen einen Schnitt zu machen. So, dass wir drei Spieße haben. Die können wir uns dann noch zurechtdrücken, wie wir die brauchen. Auch diese Spieße werden jetzt nochmal, beziehungsweise das Fleisch wird jetzt nochmal von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann sehen wir uns an der Feuerplatte wieder. An der Feuerplatte angekommen. Mit unseren Spießen, etwas Sprühöl, werden wir jetzt, Vorsicht André, unsere Grillfläche vorbereiten. Arbeiten werden wir im sehr heißen Bereich. Und zwar legen wir jetzt unsere Spieße hier auf. Und ich denke mal so von jeder Seite so 3 bis 4 Minuten. Beim ersten Wenden seid ihr mit dabei. Und das Schöne ist, weil wir die so schön geschnitten haben, können wir die von 4 Seiten richtig schön angrillen. Dann werden wir die rausziehen in dem ruhigen Bereich. Aber das machen wir ja wie gewohnt zusammen. Aber hier empfohlen noch, weil das ja Kalbfleisch ist, wirklich dabei bleiben. Die genauen Zeit werden wir dann noch feststellen, aber wir gehen mal von 3 Minuten pro Seite aus. So, es sind nun doch schon, upsala, 2 Minuten gerade mal rum. Die Feuerplatte ist sehr heiß. Wir sind beim ersten Drehen, wie ihr seht, richtig schön angebraten, die Seite. Werden wir jetzt von der anderen Seite natürlich genauso tun und das von den anderen 3 Seiten auch. Jeweils 2 Minuten und dann schieben wir sie in den Warmbereich zum Ruhen. Und dann darf der André auch schon wieder kosten. So, jede Seite hat jetzt ungefähr 2-3 Minuten hinter sich. Wie ihr sehen könnt, vielleicht sieht man das hier etwas, das Fleisch ist noch nicht ganz durch. Das bedeutet jetzt, wir werden unsere Spieße in den warmen Bereich ziehen und werden sie hier gar ziehen lassen, ohne dass sie uns verbrennen. Also in den heißen Bereich. Das ist ja der sehr heiße Bereich. Jetzt sind sie im heißen Bereich. Und hier auch nochmal zwischendurch mal ein bisschen wenden. Und dann denke ich mal, sollte das Ganze jetzt noch 5 bis 7 Minuten dauern circa. Und dann sind wir auch schon soweit zum Verkosten. Unsere Spieße, welche natürlich doch jetzt im ruhigen Bereich noch 20 Minuten gelegen haben. Also ich gebe nochmal als Tipp mit. Man könnte vielleicht beim nächsten Mal die Schnitzel etwas platter klopfen und das Ganze ein bisschen zarter gestalten. Dann sind die natürlich auch schön durch. Aber sie sind ringsherum schön angebrutzelt. Und sind jetzt fertig zum Genießen. Unsere Involtini haben zwar ein kleines bisschen länger gebraucht auf der Feuerplatte, aber das macht ja nichts. Das Endergebnis soll zählen. Richtig. Und ich und der Margot nehmen das jetzt einfach mal in die Hand. Ach, ganz brutal, wie wir sind. Wie immer. Ein leicht großer einen drin noch. Ist mal eine interessante Sache. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das vorhin schon erwähnt. Trotz, dass das wirklich nur 4 von diesen Sardellenfilets waren, kommt die richtig gut zur Geltung. Übertrumpfen aber das Ganze nicht, oder? Diese. Ja, ich wollte eigentlich fast sagen, die Sardellenhackmasse sticht in den Vordergrund und das Kalbschnitzel kommt ein kleines bisschen in den Hintergrund. Jetzt sagen wir so, von der Zusammenstellung aber, her passt. Ne? Aber es, das soll nicht heißen, dass es nicht schmeckt. Es schmeckt sehr lecker. Fisch und Fleisch. Und leicht. Ganz hinten die Zitrone, finde ich. Dadurch ist jetzt
Statt ein Endstück, da war ein bisschen mehr von der Füllung drin. Dann kommt ganz leicht hinten die Zitrone mit durch. Ja, wirklich eine gelungene Sache, eine runde Sache nennt man das. Eine runde Sache, ja. Rundes, geschmackliche, runde Sache. Genau, also. Genau. Dann kann man gar nicht mal meckern, ne? Nee, heute mal. Ach, die Marke. Nicht. Oh, verdammt. Aber so soll es auch sein, es soll ja auch schmecken. Uns hat es wieder mal Spaß gemacht, für euch zu kochen, zu kreieren, ja, zu testen. Und ich kann zu diesem Gericht, oder wir können zu diesem Gericht nur sagen, zum Nachmachen empfohlen. Gebt uns einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, sonst verpasst ihr uns, ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, sagt der André und der Marco. Ciao, ciao, schönes Wochenende euch. Das wünsche ich auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.